Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Create für Anfänger. Heute möchte ich euch die Kanone erklären. Ja, ich habe sie hier auf dem gelben Plakat, genauso wie den Bauplantisch, denn heute ist Bauplankanone dran. Ich habe dazu hier schon mal so ein kleines Häuschen vorbereitet und eine Kiste. Logischerweise mit der Bauplankanone, Heuwägelchen, dem Bauplantisch, einem leeren Bauplan, einem Bauplan mit Feder, einem Buch und Schwarzpulver. Was es damit alles auf sich hat, seht ihr jetzt. Aber vorher, liken, kostenlos abonnieren, nicht vergessen, das wird mir sehr helfen. Und ihr verpasst nie wieder was. Also dann, eine Bauplankanone. Schießblöcke, naja, was eine Kanone halt so macht. Setzen wir sie mal hin. So sieht das gute Stück aus. Aber was machen wir damit jetzt? Noch gar nichts. Denn wenn wir hier in das Interface der Bauplankanone hineingehen, haben wir hier oben einen Slot für Schwarzpulver. Das können wir schon mal reintun, das brauchen wir nämlich immer. Der lädt dann durch, sozusagen, und hat 2000 Schuss oder 1999 Schuss in der Reserve, beziehungsweise gerade in Anführungsstrichen geladen und das restliche Schwarzpulver als Reserve sozusagen. Hier in dem oberen rechten Abschnitt können wir uns einen Materiallistendruck machen. Dafür brauchen wir das Buch. Aber da wir noch keinen Bauplan haben, können wir auch noch keine Materialliste drucken. Dann haben wir einen Play-Button, einen Pause-Button, einen Stop-Button. Das ist eigentlich selbsterklärend. Starten, pausieren, stoppen. Hier kommt dann der Bauplan hinein, den wir in der Welt platziert haben. Hier kommt der leere Bauplan raus, wenn die Kanone durchgeschossen hat. Hier haben wir noch Druckereinstellungen. Schauen wir uns die mal schnell an. Standard ausgewählt ist feste Blöcke immer ersetzen. Heißt so viel wie, wenn im Weg ein Block ist, Grasblock, Erdblock, Steinblock, was auch immer für ein Block, dann wird der durch den an derjenigen Stelle sitzenden Block, der in dem Bauplan drin steckt, ersetzt. Wenn wir feste Blöcke mit leere ersetzen auswählen, dann wird die Kanone alle Blöcke im Arbeitsbereich entfernen und zusätzlich feste Blöcke immer ersetzen. Also, ja, selbsterklärend eigentlich. Wenn der Bauplan größer ist und oder leere Blöcke, also Luft enthält, aber da sind Blöcke im Weg, dann werden die hier mit leere ersetzt. Feste Blöcke mit festen ersetzen. Ja, der Tooltip ist selbsterklärend. Da werden nur die festen Blöcke dann ersetzt, wenn an der Position bereits ein fester Block war. Sprich, es müssten feste Blöcke irgendwo in dem Arbeitsfeld vom Bauplan sein, damit da irgendwas ersetzt wird. Und wenn ihr das gar nicht wollt, dass irgendwelche Blöcke ersetzt werden, sondern nur zusätzliche Blöcke drankommen, dann wird sie halt nur Luft ersetzen im Arbeitsbereich. Aber standardmäßig brauchen wir feste Blöcke immer ersetzen. Ist am einfachsten. Dann haben wir noch die beiden Buttons hier. Block Entities ignorieren. Da geht es um Extradaten, Truhen, Werfer und so weiter. Oder fehlende Blöcke ignorieren, wenn der Bauplan einen benötigten Block halt nicht finden kann, der im Inventar daneben ist. Das ist auch immer ganz praktisch. So viel zur Kanone an sich. Aber woher bekommt jetzt die Kanone ihr Zeug? Dafür haben wir einen Bauplan und Feder, was sie machen soll. Und wie bekommt die Kanone denn überhaupt die Materialien ins Inventar sozusagen? Die Kanone kann auf Inventarblöcke, die rundherum um sie angeordnet werden, so, so, so oder so, oder so oder so, und so weiter, da kann sie drauf zugreifen. Und dort kommen dann die Materialien rein, die wir für die Kanone oder für den Bauplan brauchen. Gut, aber was hat das denn jetzt mit dem Bauplan auf sich?
Wir haben noch einen Bauplantisch. Stellen wir ihn hier hin. Wenn wir Baupläne gespeichert haben auf unserer Festplatte, wir haben irgendwo online welche gefunden und laden uns die herunter, dann kann man im Bauplantisch sich die nämlich aussuchen. Hier auf dem Button können wir uns den Ordner öffnen, in dem die Baupläne gespeichert werden müssen. Aktuell habe ich keine drin, weil ich es mal leer gemacht habe für uns, für heute. Die könnt ihr dann da in den geöffneten Ordner reinspeichern und dann hier aussuchen. Wenn wir jetzt mal einen leeren Bauplan hineinlegen, naja, passiert nichts, weil es ja noch keine gibt. Wenn wir jetzt nichts heruntergeladen haben, ich habe hier schon den Bauplan und die Feder, das gute Stück, damit kann ich eine Auswahl machen, sozusagen ein Konstrukt, ein Gebäude, ein Gebilde, eine Ebene, was auch immer wir wollen, nehmen, markieren und dann abspeichern. Deswegen habe ich auch das Häuschen hier vorbereitet. Aber nicht lang schnacken, machen wir es mal schnell. Wir gehen jetzt einfach mal hier an die äußere Slab dran. Und jetzt gehen wir zu unserer zweiten Position, die wir auswählen wollen, und zwar dem Boden hier unter der Slab. Und jetzt markieren wir den Bereich mit einem Rechtsklick. Und somit haben wir den Bereich ausgewählt. Aber jetzt fehlt uns oben ja noch was. Das ist kein Problem. Wir können nämlich, sobald wir die erste Position und die zweite Position da hinten ausgewählt haben, mit jeweils einem Rechtsklick, können wir hingehen und halten die Steuerungstaste gedrückt, die STRG-Taste, und scrollen mit dem Mausrad vor und zurück und zielen dabei auf eine Seite von dem Kasten sozusagen, von dem Markierungskasten. Wenn wir von außen zu uns hin scrollen, dann kommt die Wand zu uns hin. Wir nehmen jetzt mal zwei Blöcke raus. Nein, wir nehmen nur einen raus. Nehmen dann noch einen auf der anderen Seite heraus. Wie gesagt, mit der STRG-Taste die gedrückt halten und das Mausrad benutzen. Wenn wir das von innen machen müssen, dann funktioniert die Mausrolltasten, also die Mausrolle-Rollenbewegung genau andersrum. Wenn wir jetzt von hier innen auf die Seite zielen und zu uns hinscrollen, dann bewegt sie sich auch zu uns hin. Wenn wir von uns wegscrollen, wieder von uns weg. Ah, habe ich mal selber in meinem eigenen Tutorial was gelernt. Aber von oben funktioniert es genauso. Wenn ihr nicht fliegen könnt, macht ihr das halt von unten. Steuerungstaste gedrückt halten. Ja, genau. Mit hoch runter, so rum war das. Wenn ihr nach oben oder nach unten scrollen wollt, dann müsst ihr das genau andersrum machen. Quasi, wenn ihr von innerhalb von euch wegscrollen wollt, müsst ihr zu euch hinscrollen. Verwirrendes Zeug. So, jetzt haben wir das ganze Häuschen einmal markiert. Sobald wir mit den Markierungen zufrieden sind und alles markiert haben, drücken wir noch einmal die Rechtsklick-Taste. Sekunde. Ich nehme den Boden noch mit. Dann drücken wir noch einmal die rechte Maustaste und dann bekommen wir dieses Fenster, in dem wir einen Bauplan-Namen eintippen müssen. Ich nenne es jetzt einfach mal Gartenhaus. Dann drücken wir entweder auf Speichern, dann speichert uns das die Mod den Bauplan auf der Festplatte. Oder wir drücken auf Speichere und lade sofort hoch. Das machen wir jetzt nicht, weil das machen wir dann gleich am Bauplantisch nochmal. Wenn wir hier jetzt Speichern und sofort hochladen drücken, dann würde nämlich unser Bauplan und die Feder hier unten zu einem normalen Bauplan werden. Und dann wäre Bauplan und Feder zum Auswählen nämlich weg. Demonstriere ich euch nochmal schnell. 1 und 2 und 3. Zack. Gartenhaus 2. Und speichern und sofort hochladen. Und schwupps haben wir hier den fertigen Bauplan sozusagen, aber wir können jetzt nur noch diesen Bauplan benutzen und daraus keinen Bauplan mit Feder mehr machen. Also nichts mehr auswählen. Aber da wir das Gartenhaus 2 ja nicht jetzt wollten, gehen wir hier zum Bauplantisch, den wir nämlich jetzt benutzen können. Wir sehen sofort, in unserem Ordner sind zwei verfügbare Baupläne drin. Einmal das Gartenhaus und Gartenhaus 2.
Wir nehmen unseren leeren Bauplan, tun den hier rein und wählen mit dem Mausrad können wir hier hoch und runter scrollen. Wählen Gartenhaus. Oh, Rechtschreibfehler. Gartenhaus. Wählen das aus, drücken auf den Haken und dann wird der Bauplan beschrieben und wir erhalten den Bauplan. Aber was machen wir jetzt damit? Jetzt haben wir hier so einen komischen Kasten. Der sieht ungefähr so aus wie den wir hier ausgewählt haben. Gehen wir mal schnell hier rauf. Wenn wir hier den Bauplan in der Hand haben, uns grob eine Position ausgesucht haben, wo wir den hinhaben wollen, drücken wir einmal die Rechtsklick-Taste und tada, haben wir sozusagen eine Projektion von dem, was wir gespeichert haben. Wenn wir jetzt unten in der Taskleiste, also in der Hotbar, wegscrollen, dann bleibt diese Projektion erhalten und bleibt bestehen, sodass wir es uns genauestens angucken können. Aber es ist halt nur eine Projektion. Es sind keine festen Blöcke. Wir können durchgehen, wir können von innen schauen, wir können von innen in die Bücherregale gucken. Man sieht nur da nichts. So, aber so wollen wir es ja noch nicht hinsetzen. Das macht ja gar keinen Spaß. Ich habe eben bewusst den Boden mitgenommen und ein bisschen breiter das Ganze gemacht. Wir können nämlich jetzt den Bauplan, wie wir unten sehen im Bild, noch bewegen. Wenn wir die Alt-Taste gedrückt halten und mit dem Mausrad drehen zum Wechseln, dann bewegen wir uns von X- und Z-Richtung bewegen weg zu Y, positionieren, dann können wir es woanders hinsetzen, dann sehen wir nochmal den Bauplankasten. Wir können das Ganze auch rotieren oder umdrehen, alias spiegeln und drucken. Aber das Drucken ist nur im Kreativmodus verfügbar, dann setzt er den Bauplan sofort, ohne dass irgendwas passiert, ohne dass ihr die Kanone benutzen müsst. Aber das ist nur für den Kreativmodus. Aber erstmal X- und Z-Achse bewegen. Wie beim Auswählen eben mit der Steuerungstaste gedrückt halten und dem Mausrad bewegen, könnt ihr den Bauplan von euch wegschieben, zu euch herholen. Stopp, hier steht er ganz gut. Es bewegt sich im Übrigen immer nur die Achse bzw. die Seite, auf die ihr mit dem Mauszeiger, also mit dem Fadenkreuz, zielt. So, und hier möchte ich es jetzt dann gleich hinschießen. Ah, wobei da hinten. So, jetzt haben wir noch die Y-Achse, das ist für die Höhe. Rauf und runter, da ist es egal, wo ihr hinzielt mit der Maus. Rauf und runter, hoch, hoch, weg. So, aber ich möchte das jetzt auf der Höhe, 1, 2, ja, auf die Höhe. Ne, gar nicht, auf die Höhe möchte ich es haben. Fast auf dieselbe, ein höher wie, ja, auf dieselbe Höhe wie das andere Häuschen. Na, wobei, so ist gut. So, und jetzt können wir noch rotieren. Dann können wir es um die Hochachse im Kreise drehen. Auch mit der, also Steuerungstaste gedrückt halten, Mausrad bewegen. Oder auf die Seite, auf die wir schauen, um die Seiten herum, können wir es dann spiegeln. Ebenfalls mit dem Mausrad. Das ist eine sehr praktische Sache, wenn man zwei identische Sachen gespiegelt nebeneinander bauen möchte oder sowas. Aber das passt jetzt so. Also dann setzen wir den Bauplan in die Kanone ein. Das geht nämlich erst, wenn der Bauplan irgendwo platziert ist. Vorher, nehmen wir mal den Bauplan vom Gartenhaus 2, Bauplan nicht positioniert, da gibt es eine Fehlermeldung. Nehmen wir den positionierten Bauplan, setzen ihn in die Kanone, dann ist auch die Kanone bereit. Wir möchten feste Blöcke mit leere ersetzen und ignoriere fehlende Blöcke. Schwarzpulver ist drin. Warum möchte ich das mit der leere, mit feste Blöcke mit leere ersetzen? Ich habe hier den Bereich ein bisschen breiter genommen und habe hier ein bisschen tiefer das Häuschen hingesetzt, weil ich euch zeigen möchte, wie die Kanone wirklich funktioniert. An diesem Beispiel. Ihr seht, die Kanone hat sich heute direkt schon ausgerichtet in die Richtung, wo der Bauplan platziert war. Jetzt nehmen wir unser Buch. Jetzt kann es auch durchlaufen und eine Materialcheckliste erstellen. Da die Truhe hier noch leer ist, sagt es uns 8 Bücherregale, 40 Bretter, 10 Erde. Die Erde ignorieren wir jetzt mal bewusst. Fichtenholztreppen, Fichtenstämme brauchen wir. Es ist jetzt alles in der Liste drin, was wir brauchen.
So, na, das war nicht die Truhe. Nehmen wir die hier. Die Checkliste lassen wir hier. Und gehen einfach mal hin. So, ich mache das jetzt mal einfach, da wir im Kreativmodus sind. Halt, ja, euch habe ich das schon. Weil sonst würde das jetzt einfach ewig dauern. Es würde natürlich reichen, wenn ihr exakt die Anzahl an Items, die hier in der Liste drin stehen, reintut. Das würde vollkommen ausreichen. So, jetzt tun wir die Materialliste noch einmal in die Kanone hinein und schauen nochmal nach. Also, die Erde, die wollten wir skippen. Die 79 Grasblöcke, die können wir noch reintun. Dreimal Löwenzahn brauchen wir nicht. Porzellanstärchen brauchen wir auch nicht. Warum sind die überhaupt dabei? Die sind dabei, weil die hier hinten auf dem Boden waren. Aber da wir die nicht brauchen, haben wir ja in den Einstellungen fehlende Blöcke ignorieren aktiviert. So, wenn ich jetzt nochmal die Laternen herausnehme, einfach nur zum Zeigen, und die Checkliste reintue, wieder drauf gucke, zack, drei Laternen fehlen. Nehme die Laternen wieder, 1, 2, 3. Und lass die Checkliste nochmal durchlaufen. 10 Erde, 79 Grasblöcke, Löwenzahn. Und der Rest ist alles ausreichend in der Kanone vorhanden. So, jetzt nehmen wir nochmal schnell die hier. Die Grasblöcke hinein. Schauen nochmal nach. Läuft. Sieht gut aus. Also, Bauplan ist platziert, Schwarzpulver haben wir, Material haben wir auch. Also lassen wir sie platzieren. Und da seht ihr auch schon, wie sie losschießt. Dann schauen wir es uns doch mal von oben an. Oh, hier passiert ja mal gar nichts. Das liegt ganz einfach daran, da hinten passiert jetzt was, dass die Kanone nämlich von unten nach oben arbeitet, wie wir jetzt gleich sehen werden. Da werden schon die ersten Blöcke platziert. Ich möchte noch mal schnell in dem Originalhaus euch was zeigen. Hier das Mangrovenlaub und das Mangrovenlaub und das hier. Das habe ich mit Wasser gelockt. Es gibt nämlich ein paar Sachen, die die Kanone nicht kann. Nämlich Wasser zum Beispiel setzen. Falls ihr Konstruktionen, die ihr mit Superkleber gebaut habt, Superkleber kann sie benutzen. Falls ihr Wellen mit Andesit-Gehäusen umrandet habt, die können das gute Stück auch genauso benutzen, gar kein Stress. Aber Wasser und Lava, Flüssigkeiten halt, das kann die Kanone nicht. Und jetzt seht ihr auch wunderschön, jetzt hat sie hier den Arbeitsbereich freigemacht und setzt die Blöcke rauf, gespiegelt zu unserem Originalhäuschen und arbeitet sich Ebene für Ebene nach oben durch. Und jetzt fängt sie mit dem Dach an. Schön von außen, Ebene für Ebene. Die Blöcke hier, die hat sie stehen lassen, weil da hier unten die Blumen saßen. Aber da sie keine Blumen hatte, konnte sie auch keine Blumen hinsetzen. Ach, ist das schön, wenn sich das Häuschen komplett von alleine baut. Baugleich, außer dass es gespiegelt wurde. Falls ihr euch fragt, warum die Laternen noch gar nicht gesetzt wurden, Laternen und Fackeln setzt die Kanone immer zuletzt. Warum auch immer, das kann ich euch nicht sagen, aber sie setzt sie zuletzt. Schaut's, da sind die Laternen gesetzt worden. In keinem der Mangrovenlaubblöcke ist Wasser drin. Wie gesagt, Flüssigkeiten ist schwierig und da ist die Kanone fertig. Wenn wir jetzt wieder ins Interface der Kanone gehen, sagt sie uns fertig. Sie hat ja gute 250 Blöcke gesetzt und der Bauplan der Leere, den können wir hier wieder herausholen.
So, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich hoffe, ich konnte euch was erklären. Ihr habt was lernen können mit der Create-Kanone, mit der Bauplan-Kanone. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Vergesst das Liken, das kostenlose Abonnieren nicht. Und tschüss.